Sie kommt aus Hamburg. Sie ist Geowissenschaftlerin und ich kann euch versprechen, jetzt vor der Pause wird es nochmal richtig heiß, denn es geht darum, wie Atome sich daten und wie das vielleicht unser Weltklima retten kann. Bühne frei für Elena! Vielen herzlichen Dank. Ich bin Geowissenschaftlerin und in Das ist keine Lösung geht es darum, wie sich das Mineral Olivin auflöst, super nerdy, wie es dadurch CO2 binden kann und warum das nicht die Lösung der Klimakrise sein wird. Oh. Aber fangen wir mit was Schönem an. Das Olivin, das entsteht im Erdmantel, es wird durch Vulkane an die Oberfläche geschleudert und es löst sich auf, wenn es in Kontakt mit Regen oder mit, Meerwasser kommt. Das Olivin gehört zu den Silikaten, das heißt, ein Siliziumatom wird umrundet von 4 Sauerstoffatomen, die bilden dann so ein Tetraeder. Und zwischen den Tetraedern sitzen Magnesiumatome und die machen das Olivin so schön grün und geben ihm auch seine Farbe. Bevor ich weitermache, wer hatte, das ist für euch jetzt eine Frage, so wie ich damals in der Schule eine 5 in Chemie? Ja. Wir teilen vermutlich dasselbe Trauma miteinander, chemische Reaktionsgleichungen. Und genau darum geht es jetzt. Keine Panik, lauft nicht weg. Es ist gar nicht so schlimm, denn ich habe mir eine kleine Story ausgedacht, die eigentlich auch auf jede chemische Reaktion zutrifft. Chemie ist wie Partnertausch. Hier werden die Atome herumgereicht wie auf einer Flatrate-Party in der niedersächsischen Provinz. Die Auswahl ist so unfassbar groß, man muss sich immer ständig neue Partner suchen, weil es einfach, wer will da nicht mitmischen? Also, es ist Freitagabend in Göttingen, das Olivin betritt die Tanzfläche und trifft dort Wasser und CO2. Es gibt viel Bier, es gibt Schnaps, es läuft ein bisschen Eurodance, man erinnert sich an damals und shit happens, Magnesium wird Single. Denn das Silikat beginnt eine Atmosphäre, Affäre, genau. Atmosphäre kommt später. Es beginnt eine Affäre mit dem Wasserstoff und in einer anderen Ecke gibt es auch noch Bicarbonat, denn das wollten Sie schon immer mal ausprobieren, ihr kennt das. Und das Olivin ist auseinandergebrochen, das ist sehr traurig. Und ihr wisst auch, dass im Laufe des Abends dann immer der Moment kommt, da wird dann George Michael gespielt. Careless Whisper, die Dämme brechen, vor allen Dingen bei Magnesium. Es hat den Glauben an die Liebe noch nicht verloren und es fragt, Kohlenstoff und Sauerstoff, wollt ihr mit mir zusammenziehen? Und die sind so begeistert, sagen sofort ja und bilden ein Mineral, das heißt Magnesit. Und das ist eine Liebe, die für viele tausend Jahre halten wird. Ja. Und das Silikat sagt, hey, wir probieren jetzt mal Monogamie. Ja? Und bilden Opal, ist auch ein Mineral. Und die anderen beiden, Wasser und Kohlenstoffdioxid, die gehen in die nächste Kneipe, um zu sehen, wen sie da so verwittern können. Und wie bei uns Menschen in Telenovelas oder was weiß ich, ist das Liebesleben auch der Atome sehr, sehr kompliziert. Ihr müsst euch das nicht merken. Das einzig Wichtige ist das. Es sind 4 CO2-Moleküle auf die Party gegangen und nur 2 gehen nach Hause. Was ist passiert? Das Olivin hat sich aufgelöst und am Ende hat sich Magnesit gebildet und da stecken 2 der Kohlenstoffatome drin. Das heißt, das CO2 aus der Luft hat an der Reaktion teilgenommen und ist zu einem Mineral geworden und geht zurück in den geologischen Kreislauf. Das heißt, es ist für Millionen von Jahren weg vom Fenster, weg aus der Atmosphäre. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Dieses Mineral, das Olivin, ein kleines Körnchen davon, das dauert 2300 Jahre, bis es sich komplett aufgelöst hat. Wenn wir damit jetzt das Klima retten wollen, ist das zu langsam. Schneller geht das, wenn ich eine hohe Temperatur habe, wenn ich einen niedrigen pH-Wert habe oder eine reaktive Oberfläche auf dem Mineral habe. Denn mit der Zeit bildet sich eine Silikatkruste und die chemische Reaktion kommt zum Stillstand. Das wollen wir natürlich nicht. Bisher wurde Olivin häufig erforscht, indem man es einfach ins Wasser schmeißt und rührt. Und da hat sich häufig diese Silikatkruste gebildet, weil alle Körner in dieselbe Richtung sich bewegen und sie nicht aneinander stoßen. Was brauchen wir? Wir brauchen Kollision, wir brauchen Brutalität, wir brauchen einfach mal alles rauslassen. Wo finden wir das natürlich? In Wacken.
in einem Olivin-Moshpit. Und jetzt könnt ihr dreimal euch fragen, wer hat denn einen Olivin-Moshpit zu Hause? Natürlich ich. Der sieht dann so aus. Das Olivin kreiselt hier, da wird Meerwasser durchgepumpt und ich konnte feststellen, wow, das Olivin löst sich viel, viel schneller auf. Und wenn ich das Gerät jetzt nehme und einfach laufen lasse, dann dauert es nur 2283 Jahre, bis ich eine Tonne CO2 aus der Luft gezogen habe und habe Stromkosten von 500.000 Euro. Ja, es geht. Also, ne? So schlimm ist die Situation auch nicht, denn überall auf der Welt, wo Vulkangestein, wo das Olivin drin ist, am Strand liegt, da moschen die Wellen Tag und Nacht das Olivin durch und lösen es auf. Und dadurch werden jedes Jahr 3% unserer CO2-Emissionen einfach so aus der Atmosphäre gezogen. Das macht die Natur einfach so kostenlos. Und wir haben ja ein kleines Problem mit CO2. Okay, wir können jetzt sagen, hey, wir wollen einfach mehr davon. Nehme eine Handvoll Olivin, schmeiß es an den Strand und dann nennt sich das naturbasiertes Geoengineering und ist weltweit verboten. Geoengineering kennt ihr so aus so Hollywood-Filmen, wo dann die Erde einfriert und so weiter und so fort. Das ist es natürlich nicht. Nein, es ist das, was die Natur eigentlich schon seit 4 Milliarden Jahren macht, nur eben, dass der Mensch nochmal gegengetreten hat. Und wir nennen das auch negative Emissionen, weil wir das, was wir emittiert haben, wieder zurückholen. So, jetzt ist dieses negative Emissionen und Geoengineering ist eine sehr aufwendige Sache. Ihr habt gesehen, ne? 500.000 Euro, 2000 Jahre lang muss ich das da rühren. Und wir müssen uns natürlich fragen, ist das denn nötig? Können wir nicht einfach mal normalen Klimaschutz machen? Und um euch diese Frage zu beantworten, habe ich jemanden mitgebracht. Ein Kollege von mir, der auch Wissenschaftskommunikation macht. Und ich nehme euch mit auf eine kleine Reise in die Geschichte der Klimawissenschaften, um das Ganze ein bisschen zu verstehen. Jean-Baptiste Joseph Fourier fand 1824 heraus, dass die Erde viel wärmer war, als es eigentlich sein sollte. Er hatte den Treibhauseffekt gefunden. Eunice Newton Foote stellte fest, dass CO2 ein Treibhausgas ist. John Tyndall bestätigte kurze Zeit später darauf diese Erkenntnis. Und als Mann ging er natürlich dafür in die Geschichte ein. Wer? Ja, Swantje. Swantje Arrhenius war der Erste, der ausrechnete, wie stark die Atmosphäre sich erwärmt, wenn man das CO2 darin verdoppelt. Damals dachte man, gutes Wetter, gute Ernte und schlug vor, noch mehr Kohle zu verbrennen, damit niemand mehr auf der Welt hungern müsste. Dieser Dude fand in den 30ern heraus, dass im Zuge der Industrialisierung das Wetter sich plötzlich und vor allem das Klima sich auch wirklich erwärmt. Und damals hatte man noch eine ganz andere Sicht auf diese Dinge. In den 50ern startete Charles David Keeling damit, CO2 zu messen und aufzuzeichnen und konnte ziemlich klar zeigen, dass wir Menschen schuld sind an der Klimakatastrophe. In den 60ern, warben Ölfirmen damit, sie könnten 7 Millionen Tonnen Gletscher jeden Tag schmelzen. Heute sind wir bei dem 320-fachen. In den 70ern stellten Ökonomen fest, dass ein unbegrenztes Wachstum auf einer begrenzten Erde völliger Bullshit ist. Und ExxonMobil wusste ziemlich genau, wie abgefuckt unser Klima heute sein würde und startete Fake-News-Kampagnen und Hetzkampagnen gegen Wissenschaftler. Es folgten die Gründung des Weltklimarates, Konferenzen in Rio, in Kyoto, das Kyoto-Protokoll, das Pariser Abkommen und nichts. Es gibt weltweit keine Klimaschutzstrategie, die gut ist, die uns unsere Zukunft sichert und die überhaupt umgesetzt wird. Es ist eigentlich viel schlimmer, denn immer noch wird gefragt, wie viel darf Klimaschutz kosten? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich kann euch aber sagen, was kein Klimaschutz uns heute schon kostet. Die Dürren werden immer länger. Die Hitzewellen werden immer heißer. Die Stürme werden immer stärker. Und die Fluten werden immer höher. Kein Klimaschutz kostet uns unser Hab und Gut, unseren Frieden und unser Leben. Und es reicht nicht, einfach ein paar Bäume zu pflanzen, denn die Erde brennt. Und sie 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 brennt. Ist euch das egal? Ganz ehrlich, Leute, warum seid ihr denn doch so ruhig? Ich kann es einfach nicht begreifen. Ich, die solche Bilder immer wieder im Kopf hat.
Das ist die globale Erwärmung von lächerlichen 1,2 Grad. Und wir alle hier im Raum werden die doppelte Erwärmung miterleben. Im Jahr 2050. Wer in diesem Jahrhundert geboren wird, muss 3, 4, 5 Grad miterleben und wird diese nicht überleben. Okay, in Panik zu verfallen, hilft uns nicht. Das heißt, wir müssen nüchtern darüber nachdenken. Also, was ist zu tun? Anders als von der Öffentlichkeit wahrgenommen, stecken wir viel tiefer in der Scheiße, als wir denken. Es gibt daher eigentlich nur noch eine Strategie, der wir folgen können. Eine Strategie, der wir folgen können, und die besteht aus zwei Dingen. Erstens, unsere Emissionen müssen sinken, um 90%. Kein Kompromiss, kein Aber. Und wir alle müssen mitmachen. Politik, Individuum und der Industrie. 30% der Emissionen kommen aus privaten Haushalten. Das heißt, wir Einzelne sind auch mit in der Pflicht. Gleichzeitig gibt es hier einen Rattenschwanz an Emissionen. Und den gleichen müssen wir ausgleichen durch negative Emissionen. Das heißt, das Olivin spielt hier eine Rolle, aber nur eine kleine. Das heißt, nicht das Olivin ist die Lösung der Klimakrise. Ihr seid die Lösung der Klimakrise, denn wenn ihr diese 90% nicht schafft, dann ist meine Arbeit an dem Olivin völlig sinnlos gewesen. Die Politik hat uns Klimawissenschaftlern seit 200 Jahren ignoriert. Deswegen möchte ich euch bitten, wartet nicht auf Gesetze, sondern fangt selbst an. Ihr wisst genau, wie es geht. Denn sonst verlieren wir das alles. Vielen Dank für eure 11 Minuten. Und ich möchte das nicht so enden lassen, ich möchte noch was Positives anschließen. Sarah, ich und 10 weitere Slammies, wir haben ein Buch geschrieben, wie unsere Wissenschaft die Welt retten kann. Es ist ein tolles Projekt gewesen. Wir haben etwa 700 Exemplare mitgebracht, das heißt, wenn jeder 2, 3 davon mitnimmt, kriegen wir das heute auch los. Wir stehen da an der Kasse, 18 Euro, 12 Slammies macht 1,50 pro Slammy, ist ein viel besseres Angebot, als ihr heute Abend bekommen habt. Also, ran an die Kasse und ich freue mich, euch jetzt gleich in der Pause zu treffen. Dankeschön!